Das ist mir schon von Anfang an aufgefallen, dass die Leute so brutal freundlich sind und du bist mir eigentlich immer willkommen. Und das ist schon wichtig, auch für eine Karriere von einem Athlet, dass man irgendwo ist, immer zu Hause kommt, wo man willkommen ist. Dieses Zuhause ist für Ruhl Paulissen Antholz-Niedertal. Hier fühlt er sich angenommen. Der Athlet und ehemalige Profisportler ist leidenschaftlicher Mountainbiker. Das war nicht immer so. Als Kind bin ich gestartet mit Leichtathletik. Sehr allgemein, vom Laufen bis Höhensprung. Und bis habe ich sicher 4 bis 5 Jahre gemacht. Bis ich einen schweren Unfall gehabt habe, wenn ich 12 war. Und dann Anfang der 90er dann war der Mountainbike-Boom. Jeder hat ein Mountainbike gekauft und das war das neue Extremsport. Und da war so interessiert auch in der Technik und in der Freiheit von das Radlfahren, dass ich langsam gestartet bin mit Mountainbike. Bei mir in Belgien Sport Nummer 1 ist Rennradsport oder Rennradrennen. Und da bin ich eigentlich auch aufgewachsen mit den Gruppen mitzufahren und so die Trainings mitzuarbeiten mit den Rennradfahrern. Der junge Sportler hat in der Hauptstadt der Provinz Limburg gewohnt, in Hasselt, gemeinsam mit den Eltern und dem jüngeren Bruder. Die Eltern wussten von der Leidenschaft ihres Sohnes. Überrascht waren sie dennoch. Ja, am Anfang ist das ein bisschen komisch, weil wir sind gar keine sportliche Familie. Und ja, dann hat man so einige Bedenken über, ja, wie geht das eigentlich, sportlich sein. Ja. Aber er ist schnell angefangen. Alles hat am Anfang gut gelaufen. Und dann hat man nach einiger Zeit, bekommt man auch etwas mit, was Sport ist. Und ja, dann ändert man sich ganz schnell. Dann erfährt man auch ganz viel. Und dann zu Hause ändert sich auch etwas in der Küche, weil ja, es muss ein bisschen anders gekocht werden. Ich bin einfach ganz normal gestartet wie ein Hobbybiker, ohne Rennen zu fahren, nur als Leidenschaft in der Natur zu sein. Und dann langsam mit anderen Kollegen mal probiert, ein Rennen zu fahren. Und gleich vorne mit und immer weiter, weiter, weiter. Und das ist eigentlich ganz schnell gegangen. Da bin ich dann in 1994 gleich WM gefahren und EM. Und so ist es immer gleich weitergegangen. Und ich glaube, 1,5 Jahre später hat mir eine Profimannschaft kontaktiert. Das war für Saison 96, für das Olympia-Jahr. Und da habe ich mich dann gleich qualifiziert für Atlanta. Natürlich ist das gewaltig, nicht? Als junger Athlet auf so ein großes Sportevent in der Welt zu sein. Und das hat so einen Eindruck nachgelassen, dass 4 Jahre später dann probierst du das wieder. Und so bin ich, im Endeffekt bin ich 4-mal Olympia gefahren. 4-mal in Folge bei Olympischen Spielen. Immer dabei im Cross-Country. Ganz Belgien hat mitgefiebert. Und ab 2002 auch die Fans in Südtirol. Entsprechend hoch waren die Erwartungen. Olympia ist immer etwas Spezielles, nicht? Es wird so ein höherer Druck. Das ganze Land ist da. Dahinter die ganze Presse und alles. Und in 96 war das als Junge. Erwartest du gar Resultat, dann bist du schon zufrieden, wenn du teilnehmen kannst. Dann bin ich, glaube ich, 17 oder 18 geworden. Dann Sydney 2000, das war eine richtige Enttäuschung. Das bin ich nur, glaube ich, auch so 18 oder 19. Aber wenn du die Woche davor oder den Monat davor in der Top 3 in der Weltcup fährst, dann erwartet jeder einen Podestplatz oder vorne mitzufahren. Und das war richtig eine Enttäuschung. Und dann wieder 4 Jahre später in Athen. Das war eigentlich meine beste Saison in der Cross-Country-Karriere. So, das Jahr habe ich 2 Weltcups gewonnen, Nummer 1 auf der Weltrangliste. Und dann sind wir das Olympiarennen gestartet und da war ein riesiger Sturz im Start. Und dann bin ich Ende vom Rennen bis 10 Sekunden von der Medaille gekommen. Und ein 4. Platz war dann das Resultat. Es war eine steile Karriere. Schon viel früher, als klar wurde, welches Potenzial in ihm steckt, hat er hart trainiert und parallel dazu die Ausbildung zum Elektrotechniker abgeschlossen. Training und Schule – eine gute Kombination.
Und dass du irgendwie einen gewissen Topsport machst, hast du eine gewisse Struktur in deinem Leben. Und dann bringt dir das auch weiter in der Schule. Du musst alles pro Tag gut planen, dein Training, deine Freizeit. Aber da ist immer alles ziemlich gut gegangen. Und auch dann hast du auch einen gewissen Stolz. Nicht? Die Schule ist brutal hinter dir. Die haben einen Athlet, der Olympia fährt. Und ja, das war für mich war das ein riesiger Erfolg in der Zeit schon. Nicht nur die Schule, auch die Eltern standen hinter ihm, haben eine Auszeit genommen, ihren Sohn und die ganze Mannschaft begleitet. Dann sind sie die ganze Weltcups in Europa mit einem riesen LKW überall hingefahren und die Mutti hat für die Athleten das richtige Essen gekocht. Und das sind alles kleine Sachen, aber das macht schon den Unterschied für die Top-Athleten aus, wenn sie richtig essen können, was sie will und die richtige Ernährung bekommen. Das erste Profiteam war eine holländische Mannschaft, American Eagle. Sie ist heute noch aktiv. Nach 4 Jahren folgt der Wechsel zu GT Bicycles in Kalifornien. Für den jungen Ruhl eine große Umstellung. 2 Jahre später läuft der Vertrag aus. Und dann habe ich eine neue Mannschaft gesucht. Und interessant war das Angebot von Rainer Wurz, wo auch der Hannes Ballhuber und der Hubert Ballhuber aktiv waren. Und die habe ich beide gekannt von der Weltcup-Series. Und dann habe ich da unterschrieben. Und das war in 2002. Zu Hause in Belgien komme ich auch aus einer Region, schon Flachland, aber schon irgendwie aus einem Naturgebiet, wo es ziemlich ruhig ist. Und das finde ich hier in Südtirol auch wieder zurück. Nur hier hast du die Berge und ist das alles viel extremer, viel, viel grösser. Das relaxed in den Bergen zu sein, das, die ganze Bike-Szene hier zu sein, war total lässig. Und dann habe ich auch gleich entschieden, irgendwie eine Wohnung zu suchen oder hier zu bleiben. Wir sind immer viel unterwegs gewesen, zusammen mit der Familie. Und was Ruhl immer gesagt hat, das war, später, dann will ich in den Bergen wohnen. Das hat er immer gesagt. So, das erinnere ich mich auch immer, weil wenn ich dann hier komme, so, dann denke ich so, ja, jetzt hat er doch, was er wollte. Ja. Im Rainer Wurz-Team hat der junge Biker aus Belgien Ingrid Pallhuber kennengelernt. Sie war und ist in der Organisation im Mountainbikesport. Ich war halt der, was vielleicht 5 Worte Englisch rein gekannt hat und gekannt hat mit einem Ausländer telefonieren und so weiter. Und so ist es halt gekommen, dass ich in Kontakt gekommen bin mit ihm und dann halt ihn betreut und ein bisschen um die Athleten gekümmert. Und so sind wir halt zusammengekommen und zusammengeblieben. Mehrere Sprachen zu sprechen ist für Ruhl Paulissen eine Selbstverständlichkeit. Er ist damit aufgewachsen. Dennoch erkennt er hier Unterschiede zu Belgien. Bei uns in Belgien ist meistens Niederländisch, Flämisch oder Französisch. Und da ist mehr mit durch den Tourismus. Jetzt hat man da Deutsch, Italienisch, aber auch die Niederländer oder die Belgier, Engländer, da muss man viel mehr Sprachen beherrschen. Und, aber das ist man sowieso gewöhnt als Profisportler, dass man immer unterwegs ist. Das Einzige, also was jetzt neu für mich ist, das sind mit den vielen italienischen Gästen, muss man auch langsam lernen, wieder Italienisch reden. Besonders hier im Geschäft. Er führt es mit seinem Teamkollegen Hannes Ballhuber. Die beiden betreuen auch viele Kunden aus dem Raum Pustertal. Vom Puster-Dialekt habe ich hier die Einheimischen wie der Hannes und so, wo man jeden Tag trainieren geht, dann tut man automatisch Pusteres reden und dann lernt man automatisch die Sprache. Wenn Ruhl Paulissen etwas anfängt, dann zieht er es konsequent durch. Vielleicht ist gerade diese Eigenschaft Teil seiner Erfolge. Er sagt allem, es sind nicht die großen Dinge, die du tust, es sind die kleinen, die einen Unterschied machen. Ne? Wenn er sich für etwas einsetzt oder wenn er etwas tut, dann tut er es zu 100%. Das ist eine super tolle Eigenschaft und das schätze ich brutal an ihm. Das ist einfach, das macht ihn einfach aus. In der Diskussion um die Mountainbiker auf den Wanderwegen denkt er an die amerikanische Lösung. Lokale Clubs gestalten und betreuen einige Mountainbike-Pfade, Trails. Durch das ganze Land haben wir einen Verein gestartet, was die ganzen Trails
unterhalten und herrichte und auch gewisse Regeln für die Biker herstelle, wie kein Dreck im Wald hinterlassen und solche Sachen. Und jeder Club investiert da gewisse Tage im Jahr, die ganzen Trails auch wieder herzurichten. Und so bekommt man eigentlich, so hat man durch ganz Amerika ein ganzes Netzwerk von Mountainbike-Trails. Hier in Antholz hat der Tourismusverein gemeinsam mit jenem von Olang diesen Pfad errichtet. Er ist offen für alle Biker. Ruhl Paulissen gibt inzwischen jungen Talenten seine Erfahrungen weiter. Auch jene, dass es im Spitzensport wichtig ist, zu gewinnen, aber genauso zu verlieren. Jeder Sportler muss lernen zu verlieren. Du kannst nicht auf Weltspitzenniveau, kann man nicht immer gewinnen. Das ist einfach so. Jeder verliert seine Rennen, aber wenn man immer wieder daraus lernt, dann wird man immer ein bisschen besser. Das ist sicher so wichtig wie ein Rennen gewinnen, ist das Rennen verlieren. Aber ich glaube, der Mountainbike-Sport hat einen gewissen Spaß. Und darum habe ich wahrscheinlich auch so eine lange Karriere hinter mir, fast 20 Jahre Profisport. Wenn das ein langweiliger Sport war, wie zum Beispiel Schwimmen oder etwas, was wirklich nur... Dann habe ich sicher jetzt so lange eine Profikarriere gemacht. 2016 ist Ruhl Paulissen vom Profisport ausgestiegen. Jetzt fährt er in seinem eigenen Team. Auch wenn er durch alle Höhen und Tiefen des Mountainbikesports gegangen ist, so hat er sein Lachen nie verloren. Schlussendlich zählt die lange Liste seiner Erfolge. Ja, die 2 WM-Siege in dem Marathon sind sicher die wichtigsten Siege meiner Karriere. Und das bleibt auch die andere Leute. Die Außenwelt bleibt immer. Die Siege sind immer das Wichtigste. Und wenn ich jetzt Rennen fahre, dann ist auch immer der Ex-Weltmeister Paulissen am Start. Und für mich selbst auch, das sind brutal wichtige Sachen. Natürlich, ein vierter Platz auf Olympia ist ein riesiger Erfolg, aber trotzdem, ein Sieg ist immer wichtiger. Und weil der Radsport immer noch sein Leben bestimmt, genießt er auch weiterhin das Gefühl von Freiheit auf dem Mountainbike, unterwegs in seiner Pusterer Wahlheimat. Nach so vielen Jahren ist meine Heimat einfach Südtirol. Und ich fühle mich dort zu Hause. Und ich habe nie das Gefühl, dass ich jetzt unbedingt sage, jetzt muss ich wieder zurück nach Belgien oder dass ich Heimweh habe. Oder ich gehe schon gerne wieder, die Familie zu besuchen und so, aber jetzt ist meine Heimat da.